Hessel. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, nach zwei Vertragsverletzungsverfahren und über zwei Jahre nach Ablauf der Umsetzungsfrist hat die Bundesregierung einen Regierungsentwurf vorgelegt, um die Anti-Steuervermeidungsrichtlinie in nationales Recht umzusetzen. Aber statt mit diesem Gesetz die europäischen Mindeststandards umzusetzen und ein Level Playing Field für deutsche Unternehmen zu schaffen, verschärft die Bundesregierung erneut ohne Not und erschwert damit die Wettbewerbsbedingungen für die deutschen Unternehmen. Dabei hat die öffentliche Anhörung im Finanzausschuss gezeigt, dass insbesondere die Wegzugsbesteuerung die deutschen Familienunternehmen und ihre Gesellschafter sowohl in ihrer unternehmerischen Freiheit wie auch in ihrer internationalen Mobilität erheblich einschränkt. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, es liegt nicht am deutschen Gesetzgeber, Lebensmodelle für Unternehmen und ihre Familien im deutschen Steuerrecht regeln zu wollen. Auch die seit Jahren so hohe Niedrigbesteuerungsgrenze muss endlich an das globale Steuerniveau angepasst und abgesenkt werden. Wir Freie Demokraten haben hierzu einen Antrag vorgelegt. Das Gegenargument, wir müssen an dieser Grenze jetzt nichts tun, denn die OECD hat sich jetzt ja auf einen Mindeststeuersatz geeinigt, oder wir einigen uns noch, ist nicht überzeugend, meine Kollegen. Denn das Inclusive Framework verhandelt schon seit Jahren, während die OECD-Mitgliedstaaten ihre Unternehmenssteuersätze im Durchschnitt auf 23,5% abgesenkt haben. Das rechtfertigt keine Niedrigbesteuerungsgrenze von 25%, meine Kollegen. Ja, die Bundesregierung ganz klar ihre Chance eines wettbewerbsfähigen Außensteuerrechts verschlafen. Und noch was anderes hat die Bundesregierung verschlafen: ein wettbewerbsfähiges Unternehmenssteuerrecht. Es reicht nicht, liebe Kolleginnen und Kollegen der Union, seit dem Kalenderjahr 2019 auf gute Beschlüsse zur Modernisierung des Unternehmenssteuerkonzeptes hinzuweisen, wenn wir hiervon keine Umsetzung im Deutschen Bundestag sehen. Denn auch mit dem Optionsmodell ist nur für einen ganz kleinen Teil der Personengesellschaften eine Alternative geschaffen. Aber was ist denn genau mit denen, die eben keinen fiktiven Formwechsel wollen, sondern nur eine rechtsformneutrale Besteuerung ihrer nicht entnommenen Gewinne? Da ist in dem Entwurf gar nichts enthalten. Das haben Sie verschlafen. Und auch hier haben wir einen Antrag eingebracht, der die Thesaurierungsbegünstigung praktikabel macht und verbessern würde, ohne dass es großen administrativen oder finanziellen Aufwand gibt. Zudem würde unser Konzept das Eigenkapital der Unternehmen stärken, statt den Abbau des Eigenkapitals in einer gesetzlichen Verwendungsreihenfolge fördern zu wollen. Und wie wichtig Eigenkapital ist, zeigt uns die Pandemie jeden Tag aufs Neue. Es ist endlich Zeit für eine Modernisierung des Unternehmenssteuerrechts und eine Reform dafür. Und dass Sie als Regierung dieser Aufgabe nicht gewachsen sind, haben die letzten Wochen erneut unter Beweis gestellt. Sie haben es eben versäumt, durch eine echte Reform der Unternehmensbesteuerung den Unternehmen ein Stück Wettbewerbsfähigkeit in diesem Land zurückzugeben. Wir werden deswegen dem Körperschaftsteuermodernisierungsgesetz uns dabei enthalten, und dem ATAD-Umsetzungsgesetz werden wir ablehnen. Vielen Dank. Vielen Dank, Katja Hessel. Ich danke Ihnen. Nächster Redner für die Fraktion Die Linke.